Entschuldigung, ich wollte jetzt hier nicht den Furbacchione machen. Ich habe mich nicht einmal vorgestellt, von wegen, mein Name Doktor von wegen Bozen. Ja, ich war heute in Meran und skatiert zum Bahnhof, ne, weil ich wollte mir da diesen Spektakulär ansehen. Ne, skatiert zum Bahnhof und dann fährt mir der Zug direkt vor der Nase weg. Ne. Der Kontrolleur fragt noch blöd, ja, haben Sie den Zug versäumt? Habe ich gesagt, nein, verscheucht werde ich ihn haben. Ne, Sie können ne. Im Zug war Zug. Also Corrente d'aria und dann habe ich es immer gleich im Cervicale, wissen Sie. Ne? Ja. Unsere Politiker sollten sich einmal selber in den Zug setzen und einen Pezzettino mitfahren, dann sehen die, wie das ist, wenn es einem fast beim Fenster hinauszieht. Ne? Oder wenn man getoastet wird im Finchker Zug, ne? kleiner Scherzettino. Ne? Ja, muss ich sagen, ich weiß. Politiker fahren nicht mit dem Zug, das weiß ich, das wollten Sie mir sagen. Nein, das fahren nicht, weil wenn es am Bahnsteig steht, ne, dann heißt es immer, bitte zurücktreten und das wollen Sie ja partout nicht, ne, Sie erkannte Ante. Ne? Naja,